Was ist eine Prozedur? Eine Prozedur ist ein Teil eines Programms, das eine in sich abgeschlossene Aufgabe löst. Wir haben im Umfeld des Hamstermodells schon gesehen, was für Vorteile die Nutzung von Prozeduren mit sich bringen. Das ist bessere Übersichtlichkeit von Programmen, indem Teilprobleme in ja, Prozeduren gelöst und beschrieben werden. Die separate Lösung von Teilproblemen, die wir insbesondere auch genutzt haben bei der Methodik zum Entwickeln von Programmen zu mittelgroßen, also kleinen und mittelgroßen Problemen, nämlich die prozedurale Zerlegung oder schrittweise Verfeinerung oder den Top-Down-Entwurf. Platzeinsparung, wenn bestimmte Programmteile mehrfach benutzt werden, kann man sie halt auslagern in eine Prozedur und durch den Aufruf der Prozedur entsprechend dann den entsprechenden Code ausführen. Einfachere Fehlerbeseitigung, wenn in diesem Code Fehler auftreten sollten. Flexibilität, das ist das, was dann durch das Parameterkonzept hinzukommt, was wir im dritten Teil dieser Unterrichtseinheit uns anschauen werden. Und Wiederverwendbarkeit, ein Vorteil, den wir dann insbesondere in der objektorientierten Programmierung sehen werden. Eigentlich gibt es in Java gar keine Prozeduren. Man nennt sie dort oder es sind dort sogenannte Methoden. Aber man kann im Prinzip Prozeduren simulieren und das ist das, was wir jetzt in diesem ersten Teil, imperative Programmierung, in diesem ersten Teil der Vorlesung tun werden. Wir werden dann im objektorientierten Teil sehen, dass Prozeduren eigentlich sogenannte Static-Methoden sind, beziehungsweise man nennt sie dann auch Klassenmethoden. Dazu dann aber dann an gegebener Stelle mehr. Zwei Aspekte sind wichtig, die Prozedurdefinition und der Prozeduraufbau.